Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei meinem Let's Show von Torchlight 2. Und wir sind immer noch in der Gruft, in der verderbten Gruft unterwegs. Und sollen hier eine Schriftrolle besorgen. Alles kein Problem, wir müssen uns ja nur durch ein kleines bisschen Untote durchprügeln. So. Und durch Blobs. Ihr seid fachkundiger geworden. Und wir haben Stufe 6 erreicht. Ich gebe das gleich mal mit Vitalität. Und so. Vielleicht Bollwerk für mehr Rüstung. So. Okay, und jetzt können wir mal kurz gucken. Die sind auf jeden Fall besser als meine aktuellen. Und das ist auch besser. Ah, jetzt können wir die Felsspalterkeule benutzen und den Hammer abgeben. Oh, jetzt haben wir eine böse, grün leuchtende Keule, mit der wir ordentlich reinhauen können. So. Zombies, die sich an Rücken laben. Ein paar Skelette, die aufstehen, wenn wir die Truhe plündern. Den da wird zu schlagen, danke. Heiltrank. Die Truhe, da liegt doch schon wieder nach der Falle. Skelette. Kundschaftergewehr und Sarkophag, in dem nichts drin ist. Achso, das ist die Truhe. Holzschild, Kriegskeule, bla bla bla. Zombies. Und da geht's dann weiter runter. So, Zombie weg. Und wenn ich die öffne, kommen sie alle angesprungen. Da, nee, was? Den Felsen. So. Hat noch jemand was zu melden? Nicht? Das ist ja gut. Kriegsstamm brutal brauchen wir nicht mehr. Die Kriegskeule brauchen wir nicht mehr. Wir bleiben bei einhändig. Seltener Helm. Den behalten wir mal. Holzschild kann weg. Die Hose ist definitiv besser. Dann kann die alte Hose auch mal weg. So, Sarkophag, Taschenpistole und Maulbeerbogen brauchen wir beides nicht. Kann mein Hund direkt beansacken. Einfach schicken und dann auf den Gegenstand klicken. Geht mein Hund los zum Einsacken. Ringstiefel. Mein Hund, mein Wolf, meine ich natürlich. Ja, Bogenschützen-Skelett. Stürzt dich in den Tod. So, ein Heiltrank. Und da kommen noch mehr Skelette rein. Das hier ist jetzt ein richtiger Spoiler. Gefallener Wächter. Wie heißt wohl der Dungeon Boss? Er heißt der gefallene Wächter. Na dann. Gucken wir mal, wo sich der gefallene Wächter versteckt. Ich würde mal sagen, da. Ja, das ist unser erster richtiger Boss-Gegner, um genau zu sein. Das andere waren ja eigentlich nur Elite-Gegner bis jetzt. Der gefallene Wächter hingegen ist ein Boss, also ein richtiger Boss.
Okay, wir haben den Boss besiegt. Schriftrolle bekommen, sollten einen Heiltrank trinken. Und haben einen grünen Schlagstock. Also erstmal bessere Stiefel. Einen grünen Schlagstock, der nicht so gut ist wie unsere aktuelle Waffe. Also kommt der auch mal weg. So. Wollen wir uns hier unten weiter umgucken. Hier gibt es ja immer noch Gegner, die wir einfach mal so ins Nichts befördern. Beziehungsweise dort runter. Aber hier sind schon mal keine mehr. Und hier sind halt Zombies. So, die wir mit dem Schildschlag auf die Bretter schicken. Da war es auch immer das war. Oh, da ist noch ein Elektriker. Nutzruck. Stürfen, Nutzruck. Mana niedrig brauchen wir nicht, geschliffene Handschuhe. Und ein komisches anderes Mal. Eine Falle, eine Giftfalle. So. Letzter Gegner. Baumaxt und Stiefel. Weniger Rüstung, aber Bonus auf Attribut Stärke und Fokus. So, nehme ich die eine Rüstung in Kauf. Die Stiefel brauchen wir nicht. Das wäre wieder was für den Berserker. Oh, wir können die neue Rüstung, die neue Kappe aufsetzen. Dann kann das auch mal alles weg. Auch sogar das Feldgroßschwert kann mal weg. So. Schnellreiseportal zur Oberfläche. Ist praktisch, dass es sowas gibt. Danke sehr. Quest abgeben. Stammesgroßaxt wollen wir nicht unbedingt. Hose haben wir ja jetzt. Nehmen wir das neue Halsband für unseren Hund. Ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Und legen sie ihn gleich mal an. Anlegen, so. Stufenaufstieg. Ruhm dauert noch eine Weile, bis wir die nächste Stufe erreicht haben. Aber wir haben schon mal einen Stufenaufstieg. Das heißt, Eggis stärker machen, also einen Schildschlag. Und mehr Stärke. So, und dann geht's weiter in Richtung Sternchen, hä? Pfad der verehrten Toten. Verehrt sind die Toten, warum lassen sie mich nicht einfach in Ruhe? Fass. Noch ein Fass. Und ja, was ich noch gar nicht gesagt habe, es ist wie in... Diablo, die Gebiete werden zufällig generiert. Und man findet hier solche Sachen wie zum Beispiel eine verfluchte Truhe, die man erstmal die Wächter töten muss, bevor man an sie rankommt. Oh, du hast genug. So, jetzt hast du aber genug. So, weg mit dir. Dein Schild kann mir gar nichts. Aber im Gegensatz zu Diablo kann man jederzeit an der Stelle, an der man gerade speichern wollte, weitermachen. Also die Gebiete werden nur zurückgesetzt, wenn man sie tatsächlich verlässt. Also man hat das Gebiet geht. Dort speichert oder das Gebiet neu aufsucht. Also zum Beispiel wäre ich jetzt ins... Wohl neu hier, was? Wenn ich jetzt hier ins nächste Gebiet gehe, zur Tempelsteppe... dort speichere und lade und wieder hierher komme, müsste ich normalerweise ein neues Gebiet vorfinden. Wenn ich jedoch in der Tempelstätte abspeichere und dort wieder lade, dann bekomme ich wieder dieselbe Tempelsteppe, die ich vorher schon hatte.
Also da ist noch nichts mit neu entstehen, sondern erst mit den anderen Gebieten. Hallo Untote. Tschüss Untote. So, dann wollen wir mal weiter in die Tempelsteppe reisen. Die Mana-Wüste. Und hier ist die Enklave, wo wir vorhin gerade eben waren. Also die Stadt. Und das hier ist Serifesh, das ist die nächste Stadt dann. In Akt 2 schon. Oh, Wigpu-Portal. Damit könnten wir jetzt schnell zur Enklave zurückreisen. Wenn wir das denn wollten. Haben wir aber im Augenblick noch keinen Grund dazu. Wir müssen jetzt hier in der Tempelsteppe einige Sachen erledigen. Oh ja, hier haben wir ein neues Anglerloch. Vielversprechendes Anglerloch. Im Gegensatz zu dem Anglerloch in der Stadt haben diese Anglerlöcher begrenzten Vorrat. Aber man kriegt auch bessere Sachen aus ihnen heraus. So, angeln wir mal ein bisschen. Deswegen sollte man gucken, dass man solche Angellöcher außerhalb der Städte immer mitnimmt. Man könnte sich sogar in der Stadt Dynamit kaufen und so das Angelloch sofort entleeren, vollständig. Aber da ist normalerweise die Chance auf seltene Gegenstände schlecht. Stoffslipper? Ah, Schuhe. Seht ihr, wir haben Schuhe gefunden. Tolles Klischee, wir haben einen Stiefel aus dem See gezogen. Messing-Schlagring, da. Also man kann schon aus solchen Angellöchern selten interessante Sachen holen. Amokfisch, was bringt der denn? Ah, schnelle Bewegung und schnellerer Angriff. Für den Begleiter. So, nächster Fisch. Was haben wir jetzt? Ein Netzfisch. Der verwandelt meinen Wolf in eine Riesenspinne, soweit ich weiß. Yep. Das war zu früh. Da habe ich jetzt gerade der Fisch getrollt. So, nächster Fisch. Riesiges Kampfmaul, also das riesige Kampfmaul. Die Wirkung hält an, bis er einen anderen verwandelnden Fisch erhält. Also damit könnte ich ihn permanent in eine Kriegerbestie verwandeln. Was ich nicht unbedingt will. Und Ringschultern haben wir jetzt noch bekommen. Gut. Jetzt kann ich euch mal kurz so einen Fisch noch zeigen. Ah, wenn wir schon dabei sind. Zaubersprüche übrigens. Sind was ganz anderes als Fähigkeiten. Und zwar können wir Zauberrollen erhalten und bis zu 4 Zauber halt lernen, hier in den Zauberslots. Unser Begleiter übrigens genauso. Ihm können wir auch 4 Zauber beibringen, deswegen hat er Mana-Punkte. Diese Zauber setzt er auch ziemlich vernünftig ein. Also sollte man ihm wenigstens einen Angriffszauber und einen Beschwörungszauber beibringen. So habe ich es jedenfalls immer in Torchlight 1 gemacht. Da hat er immer Skelette beschworen und Feuerbälle geworfen. So, jetzt will ich meinen Begleiter kurz verwandeln. Jetzt seht ihr, ist er kurzzeitig eine Riesenspinne. Und wir haben hier wieder neue Gegner. Backlinge. Und einen Unruhrer, der weg Untruf zu nehmen. Den sollten wir schleunig weghauen. Ein bisschen die Netze noch anbieten am Schluss. Geh noch weg. Dann können wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Da ist wieder mal ein Vogel.
Und du gehst weg, du mit deinen blöden Feuerpfeilen. Ah, noch ein Nagelloch. So, das war's dann von meinem Witzschild, würde ich dann mal sagen, sobald ich diesen Gegner hier getötet habe. Lassen wir uns mal wieder zurückfallen. So. Wo wir etwas Ruhe haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei zuzusehen. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß in meinen anderen Projekten. Bis dann.